geschossen mit Merino und wir sind so langsam wieder in Vollmontur. Aktionspunkt, was ist das? Was ist das? Das ist der Wert, den wir schon jetzt nicht mehr hauen können. Wir sind hier immer noch im Kampf gegen die Quellenbefleckten, alles Mögliche. Zum Glück noch geändert. Und dann wollen wir als allererstes mal diese Spinne hier umbringen. Also hier haben wir so gar nichts an. So, jetzt ist nur die Frage, was hatten wir an? Ich vermute mal, das Ding hier und ich vermute mal das Ding hier und das Teil und jetzt können wir nicht mehr zuschauen. So, jetzt machen wir mal weiter mit unserer und haben wir diesmal nur einen erwischt. Ich schätze, jetzt ist es.
und dann wieder hier auf den Rücken weiter lähmend einwirken. Nur der Kleine ist. Kann.
also gar nicht runter, ja? Natürlich eine Person macht hier einen ganz ordentlichen Output durch das Berserkertum. Das sollten wir, denke ich mal, tatsächlich ein wenig unterstützen. Mit einer kleinen Tür. Und mit, ist ja noch versteinert. Noch mehr Outmasken. Der ist der gelähmte Teil, der nicht mehr verlängert. Gelähmt.
Dienste geleistet, die muss sein. Entfernung weg. Oh, was ist jetzt? So hat es dann Abklingzeit. Das ist natürlich dazu noch heilen würde, das wäre natürlich awesome. Gold, aber alles nicht so. Das ist nichts so erfüllt. Das ist runter. Jetzt muss ich mit einem Level up. Schön Roderick. Auch kurz vor Level Up und Dora. Und Dora ist mittlerweile die XP höchste. Das ist ja gut, wenn sein da vorne mit dabei ist, um nochmal so richtig auf die Mütze zu hauen. So, jetzt ist die Gefahr gebannt, dass die Waffe kaputt geht, wenn ich sie dann wieder hätte rübergeben. Und noch irgendwie so ein Kilt oder sowas an. Das ist natürlich dann einzig blöde, wenn man ausgezogen wird. Und noch was, auch dasselbe. So ein Patch der unbesiegbaren Waffen wäre meine Maßnahme. Der unkaputtbaren Dinge. Und dann kann man ja nur noch durchrutschen und so, nehmen wir mal den veralteten Streithandkolben mit den Farben. Den Glibberpilz, das Gold, den Galatrichter und das Gold. Das war, okay, ja, das waren die, die wir hier oben sozusagen gesehen haben. Verstehe. Die Pilze können ja eigentlich, sowas kann doch hier alles auch mal in die Heimstätte. Thank you.
ich habe hier noch eine Kartoffel. Ach so, na dann. Hat mich schon gewundert. Jetzt rennt er hier mit Kartoffeln in der Hosentasche rum. Und dann kriegt er meine Waffe und ist sofort überladen, weil er einen ganzen Rucksack mit Kartoffeln voll hat. Hat er irgendwie 7 Kilo Kartoffeln in der Tasche. Hervorragend. Aber Folge ist soweit dann auch wieder rum. Schönen Dank fürs Zuschauen und wir gucken hier mal Richtung Norden. Dann in der nächsten Folge, hier war auch gerade schon irgendwas zum Anklicken. Jetzt mal was anderes als der Steinpilz. Und dann schauen wir mal, was hier dieser Weg vielleicht verbirgt. Und was dann hier oben auf alle Fälle noch kommt bei diesem Karren. Hier ist auch noch irgendein Lager. Und hier kommen ja dann auch schon diese Geistermöbel. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!